Mireia steht vor einer Lebertransplantation. Schau da, sind schon bereit, glaube ich. Ja? Das sind die Doktoren. Hallo. Wir würden diese Medikamente durch die Vene geben. Ein Eingriff, der ihr Leben retten soll. Wir machen langsam, kein Problem. So. Ich glaube, die ist schon weg. Tschüss, Mireia. Mach's gut. Merk nicht mehr. Ciao. Mach's gut. Gell? Ist gut. Ist gut bei dir? Sie sind krank und wollen nichts als leben. Sie warten auf ein Organ, das ein Verstorbener spendet. Ein Leben geht zu Ende, eines wird verlängert. Die Organtransplantation ist ein Eingriff, der bewegt. Es geht um Ethik, Glaube, Gesetz und Moral. Um großes Glück. Man muss sehen, ich habe das Leben geschenkt bekommen. Und um Ängste. Was bedeutet die Transplantation für die Empfängerinnen und Empfänger? Wie läuft sie ab? Wir hatten einen Schnitt um ca. 20 nach 8. Und die Leber ist sehr schön. Du wahnsinnig Geduld. Wie ist die Lebensqualität nach dem großen Eingriff? Es geht um Warten, Hoffnung und vielleicht Erlösung. Du mal zeigen, was kaputt ist drin. Er hat also da innen so ein Riffchen los, da im Bauch. Das ist Darm, Herz, Lunge, Leber, wo ist die Niere? Ah, das ist die Niere, das ist die Niere. Und das, Leber? Leber. Ja. Leber. Das Leben der Familie Rast dreht sich meine um die Krankheit der Tochter. Und wenn du das Kind also sterbe, kriege ich ihre Leber. Und dann rufen sie also anrufen, und dann muss ich sofort in Genf. In Genf befindet sich das Leberzentrum für Kinder. Operiert werden. Das einzige in der Schweiz. Mireia leidet unter einer extrem seltenen Genkrankheit. Weltweit sind nur ein paar wenige Fälle bekannt. Zurzeit geht es ihr gut. Sie besucht die Schule. Was machst du in der Rocco? Ja. Noch viel Schotter. Heute 80. Wie viel? 80. Wie war 80? Ein für andere Kinder harmloser Infekt, aber Husten oder Schnupfen kann für sie lebensgefährlich werden. Geht Hilfe. Die Eltern sind in ständiger Sorge. Das hat man immer im Kopf. Oder ist gleich, was man macht, geht arbeiten oder Fernsehen schauen oder irgendwas sonst irgendwo vorgeht. Das beschäftigt einen und das. Wie soll ich sagen, das bleibt auch drinnen eigentlich. Oder? Da kann man nicht abschalten. Das ist einfach so. Auch wenn sie Transplantation hatte, das. Kann man nicht abschalten. Das ist ein Teil von unserem Leben halt. Schon zweimal erkrankte Mireia schwer. Sie hatte hohes Fieber, die Leber versagte. Beim ersten Mal wurde Mireia in Bulgarien behandelt, der Heimat der Mutter. Beim zweiten Mal in der Schweiz. Ich habe überall Schmuck gehabt. Ja, das sieht man eine, dann am Hals irgendwo. Und da in der Nase habe ich noch eine gehabt und dann am Maul.
Und da noch zwei und da noch einer und Fuß noch eine Infusion und da noch 9 Infusionen. Katheter auch noch. Also ich konnte mal gar nicht reden. Ich habe Essen über den Schlauch bekommen. Mein Körper hat gar nicht gearbeitet, nichts. Ich war halt nicht so gut gesehen. Hm, dort können wir spielen. Du warst. Bald wird Mireia auf die sogenannte Dringlichkeitsliste für die Lebertransplantation gesetzt. Die Zeit drängt. Zu groß ist die Gefahr, dass sie jetzt im Winter wieder erkrankt. Die Koffer sind gepackt. Ja, müssen wir bereit haben, wenn schallt das Telefon. Und dann müssen wir schnell gehen. Ich möchte meine neue Leber machen. Aua. Tatsächlich, schon nach wenigen Tagen wird Mireia zur Organtransplantation aufgeboten. Gegen Mitternacht trifft sie im Universitätsspital Genf ein. Die Voruntersuchungen werden Stunden dauern. Die Operation soll am nächsten Tag stattfinden. Hast du Stress jetzt? Nein. Hast du gehört, der erste Melke ungefähr wird schon operiert. Hm? Ja. Okay. Okay. Geht das weg? Nein. Das? Okay. Jetzt kannst du einfach liegen. Es wird eine kurze Nacht für Familie Rast. Die Co-Leiterin des Leberzentrums, Barbara Wildhaber, kommt zur Visite. Schau jetzt, wer kommt. Höher Besuch. Hey, Müsli. Hey! Bist du auch gekommen? Hey! Nimm schnell das da weg. Bist du ein bisschen durcheinander? Ich verstehe dich. Wie geht's dir? Von 0 bis 10? Gut. 0 bis 10? 10! 10 von 10! Hoho! Schön gut. Haben Sie es gehört? Ja. 10 von 10? Ja. Jetzt kommst du den kleinen Obs. Und dann geht das grosse Obentür los. In Obs, weißt du, was heisst, gell? Hast du ein bisschen Schiss gehabt? Hast du noch eine Frage? Mm-mm. Perfekt. Dann würden wir jetzt gehen. Jetzt können Sie gerade Herzpöpper lösen, gell? Ja, immer mehr, ja. Also, jetzt gehen Sie abs mit ihr und dann gehen Sie etwas trinken und gehen pausen vor allem. Ich weiss, Sie pausen nicht, aber tun Sie so, wie wenn Sie würden pausen. Okay? Nein, natürlich nur mal laufen. Etwas. Wir kommen, ehrlich gesagt, mit steigen Tränen in die Augen, weil die Eltern die sind so geladen. Das ist ja nach all dem, was die erlebt haben. Die haben schon zweimal ihre Tochter wirklich praktisch verloren. Jetzt geben sie sie ab und wissen ja nicht, was passiert. Ich weiss, es ist kontrolliert. Aber sie wissen das ja nicht. Und sie sind in der Todesangst für ihre Tochter, weil sie natürlich von uns auch gehört haben, es ist ein Riesending. Und darum konnte ich nicht mitgehen. Sonst wären wir auch Tränen gekommen. Ist gut bei dir? Puh. Genf ist das einzige Transplantationszentrum in der Schweiz, das die Leber bei Kindern transplantieren darf. Routine ist dieser Eingriff aber nie. Die Freude. Auch an und für sich, dass wir ein Organ haben für die Mireia, ist ganz emotional angestrichen mit der Trauer darum, dass jemand gestorben ist. Die Transplantation beginnt um 11 Uhr am Mittag. Montez un petit peu, s'il te plaît, pardon.
Das ist das Schlimmste. Du bist nur am Warten und Warten. Ja, wenn du geschlafen hättest, wäre es richtig etwas anderes. Nein. Für mich schon. Hätte ich nur geschlafen, wäre es etwas anderes. Bisschen. Allein die Entnahme der Krankenleber nimmt Stunden in Anspruch. Non, encore un peu. Tu vois. Wir sind sehr glücklich. Es ist alles bestens bis jetzt. Es sieht schön aus. Wir haben richtig Freude. Die sie bis jetzt behandelt haben, können wir eigentlich blindlings vertrauen. Mhm. Und das soll ja auch so sein, weil du hast ja keine andere Wahl eigentlich. Oder? Du kannst nur denen vertrauen. Was willst du machen? Oder? Und ja. Ja, und wir. Und so klappt sie da. Oh. Warte. Alles Bestes, wir haben nur ein Päuschen. Jetzt habe ich leicht die halbe Herzbrocken bekommen. Also. Kann ich schnell etwas essen? Ja. Und schon gerade so. Ah, nachher geht es los. Nein, wir sind. Also, die Leber ist noch drin, weil wir jetzt auf die neu warten. Jetzt haben wir eine halbe Stunde Pause, weil es eben so gut gegangen ist, dass wir etwas schneller waren. Mhm. Und von dem her, Entschuldigung, sind sie wahrscheinlich schon Herzbaracke gegangen. Ich kann sie schnell. Erst jetzt trifft die Spenderleber ein. Mireia und ihre Eltern werden nie erfahren, woher sie kommt. Der Spender bleibt anonym. Für die Empfänger könnte es belastend sein, Details zu den Todesumständen zu erfahren. Nur so viel ist klar, es handelt sich um einen Teil einer Erwachsenenleber. Achtung, die Leber rutscht. Ja. Oh, beau. Die Leber ist das einzige Organ, das sich auf zwei Empfänger aufteilen lässt. Wunderschön. Wunderschönes Leberli. Das richtige Gewicht, wie wir uns vorgestellt haben. Gefäß schön im Moment. Und wir sind im Moment glücklich. Und jetzt wird es dann langsam ein bisschen tak, tak, tak. Jetzt kommt die Leber aus dem kalten Wasser raus, in den warmen Körper der Mireia. Und das müssen wir schnell machen. Und dann schwätze ich dann im Schweizerdeutsch. Willst du sur un clip ou quelque chose comme ça? Moi, je pense. Là, ça va. Non, voilà. Non, mais je sais, j'ai compris. L'autre clan, ouais. Die kranke Leber wird herausgeschnitten. Magnifique. En rince, s'il te plaît. Wegen des seltenen Gendefekts wird Mireias Leber genau untersucht werden, hier in Genf, aber auch im Ausland. Die Forscher erhoffen sich Aufschlüsse über die Krankheit. Jetzt geht es darum, die Spenderleber mit Mireias Gefäßen zu verbinden. Comme ça. Je pense qu'il faut faire le milieu là en bas, ça derrière, et celui que toi tu as, Jim. Vas-y, s'il te plaît. Die größte Anspannung scheint vorbei. Barbara Wildhaber spricht wieder Schweizerdeutsch. Das ist der grosse Moment der Transplantation, wo wir jetzt das Blut wieder durch die Leber gehen, wo im Moment ganz brünschelig ist und wo jetzt dann. So hoffen wir es auf jeden Fall, wie der schön rosa-rot wird. Okay, très bien. Schönes Leberli.
Jetzt kommt sie dann noch die Arterien über die gute Leber und dann wird sie ganz zufrieden sein. Kurz vor 19 Uhr, 8 Stunden nach Beginn der Operation, endlich die erlösende Botschaft. Wir haben die Gefäße einmal kontrolliert. Alles fließt gut. Und sonst also, andere Organe, alles ist... Ja, da sind wir wirklich froh. Oh, also. Danke. Auf diese Nachricht haben wir gewartet. Eigentlich. Ja. Wenn sie so siehst, wieder, oder? Mach dich wieder fertig. Das Ganze. Aber so was. Sie muss durch. Dann müssen wir auch dort durch. Oder? Der nächste Morgen. Hoho! Bravo, Mann. Du hörst alles, gell? Ja, ist normal, dass ich wie jetzt wach und nachher. Dass sie normal bleibt. Ja, ja, sie hat noch ganz viele Medikamente, die sie noch nicht ganz eliminiert hat. Und es braucht noch ein bisschen. Auch nach 3 Jahren ist die Operation für Familie Rast eine schwere Erinnerung. Eine Seite hast Angst, nicht dass etwas, weil kann alles sein, das nicht gut läuft. Und ja, andere Seite, du weißt. Du musst positiv denken eigentlich, weil sonst nimmst du die Situation noch mehr mit. Ich weiß nur, dass ich bin gar nicht ich selber gewesen, weil ich bin ganz ein anderer Mensch gewesen, irgendwie alles so ein bisschen auf Abwehrmodus und einfach müssen schauen, dass die ganze Situation einem nicht kaputt macht. Wie es mir gegangen ist, wollte ich eigentlich nicht gross gegen aussen zeigen. Ich bin lieber einer, der Gefühle für mich behaltet, aber ich habe schon probiert, sie zu unterstützen. Aber ich auch gleichzeitig mit meinem Kampf müssen umgehen eigentlich. Ja, vor allem eben mit guten Spitälern, guten Ärzten und so, das ist schon mal Gold wert, oder? Gut aufgehoben. Schöner Platz. Aha, definitiv, ja. Luzern, Zürich und Genf alle. Ärztin und Arzt. Ja. Will ich gerne. Ja, ganze Personal. Wann denkst du, die Reinigungsfrau, die Schwester, alle? Heute ist Ruhe eingekehrt. Mireia wird in diesem Jahr 12. Sie nimmt täglich Medikamente, lebt sonst aber ohne Einschränkungen. Dass sie mit einer fremden Leber lebt, ist kein Thema mehr für sie. Wie ein normales Kind fühle ich mich gesund. Also, ich fühle mich nicht krank oder so. Wenn ich Abwechslung habe, dann denke ich nicht oft daran. In der Schweiz tritt frühestens 2024 die Widerspruchslösung in Kraft. Dann gilt als Organspender oder Spenderin, wer sich zu Lebzeiten nicht dagegen ausgesprochen hat. Ein Systemwechsel, der an der Urne angenommen worden ist. Inselspital Bern, eines von 6 Transplantationszentren in der Schweiz. Hier werden Herzen und Lebern transplantiert. Vanessa Banz ist leitende Ärztin. Das Spezialgebiet der Chirurgin ist, salopp gesagt, der Bauchraum. Sie ist Viszeral- und Transplantationsmedizinerin.
Heute steht an, dass wir mit einem Patienten reden gehen, der seit gut einer Woche bei uns ist. Er ist aktiv auf der Warteliste. Er wartet auf ein Organ. Und hat sich sehr rasch verschlechtert, wahrscheinlich aufgrund eines Infekts. Er hat viel Wasser im Bauch als Endstadium oder als Zeichen von einer Endstadium Lebererkrankung. Und jetzt haben wir gestern Nacht ein Angebot bekommen für ihn. Und im Idealfall wird er heute transplantiert, was uns natürlich wahnsinnig freut. Morgen, morgen. Guten Morgen, Herr Karl. Wie geht es euch heute Morgen? Logischerweise natürlich voller Hoffnung. Also, nein, es ist eigentlich keine Hoffnung, sondern Bestätigung von dem, was sie mir wieder geschenkt haben. Und wissen, es klappt einfach. Ich bin noch nicht auf der Liste für das letzte Morgenessen hier oben. Oder? Mhm. Wie war eure Nacht? Panikattacke. Nicht gewusst, wo ich bin. Ich habe noch das Zeit gebraucht, bis ich wieder gewusst habe, hey, was spinnst du so überhaupt dagegen? Oder? Also, aber heute Morgen haben wir das Gefühl, wir sind wieder voll da. Ja. Wie ist das, wenn ich da drauf tue? Merke nicht grosses. Also, wir haben ja eigentlich geplant, dass wir heute Wasser ablösen, aber das werden wir jetzt nicht zusätzlich jetzt machen. Das macht keinen Sinn. Wenn es offen ist, können wir schnell Wasser nehmen. Genau. Ja. Also, der Infekt ist klar kontrolliert jetzt. Man muss sicher noch weiterfahren mit den Antibiotika. Allenfalls noch mal etwas zusätzlich geben, um die Transplantation herum, weil man ja am Anfang so starke Medikamente geben gegen die Abstoßung, oder nicht, dass der Infekt schlimmer wird. Jetzt vom Ablauf her, sobald wir gehört haben, dass das okay ist mit der Leber, kann man euch auch dann läutet ihr die Frau an, das ist ganz wichtig, nicht, dass sie vom Himmel rausgeht, ja. Oder wenn wir ihr nach der Operation anläuten. Dann kann man euch auch ungefähr sagen, welche Zeit. René Kart ist zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt. Sein Zustand verschlechtert sich rapid. Jetzt kommt Hoffnung auf. Ich glaube, ich sehe Zukunftssachen, die ich mit der Frau planen habe, die wir endlich in Erfüllung können. Ja, wo wir anpacken können. Und ja, freue mich einfach wahnsinnig. Das ist logisch, weil das ist ein Geschenk. Oder? Entschuldigung. Aber es ist wirklich ein Geschenk. Und ich freue mich unheimlich. Nimmt einem schon mit. Das sind ja nicht nur. Als Chirurg tut man zwar operieren, also es ist sehr technisch, manuell, nimmt etwas raus, tut es ersetzen mit etwas. Aber aufgrund dessen, dass es eben Patienten sind, die lange auf der Warteliste sind, die man immer wieder sieht und zum Teil wieder ins Spital kommen, weil sie wieder kränker waren, tut man sehr eine enge Beziehung mit ihnen und auch mit der Familie aufbauen. René Kart hat einen holprigen Weg vor sich. Bei seiner Krankheit spielte früher auch Alkohol eine Rolle. Haben Suchtkranke ein Anrecht auf ein Organ? Diese Frage ist heftig umstritten. Das Gesetz sagt ja, unter gewissen Voraussetzungen. Verantwortlich für die Organzuteilung ist die Stiftung Swiss Transplant im Auftrag des Bundes. Das Computersystem errechnet, wer ein Organ am dringlichsten braucht, ohne Wertung. Es kann sein, dass der einzelne Patient natürlich nicht auf die Warteliste hat. Es kann auch sein, dass er für gewisse Suchtkrankheiten gewisse Anforderungen hat. Dass sie sagen, ich nehme nur jemanden auf die Lungenwarteliste, wenn er eben nicht mehr raucht. Das ist bei den Lungen so angedacht. Bei den Lebern ist es ein bisschen das Gleiche. Man hat grundsätzlich ist man auch der Meinung, dass jemand auf die Leberwarteliste kommt, sollte er nicht mehr trinken. Jeder von uns hat mal Fehler gemacht. Wenn man die Fehler erkennt, dazu steht und kann sagen, so, fertig, jetzt ist anders. Jetzt kehre ich mein Leben um, ich trinke nicht mehr. Punkt. Ich habe Drogen gemacht, ich mache das nicht mehr. Ich habe meine Hepatitis C verwischt, aber jetzt ist fertig. Dann habe ich sehr Mühe mit der Einstellung von Leuten, die sagen, ja, der hat ja früher auch das gemacht. Der darf nie
Der hat kein Recht auf etwas Besseres. Rougemont bei Gstaad. Bruno Romain lebt mit einem Herzassistenten. Die Akkus trägt er in einer Tasche mit sich. Seit 2004 leidet er unter Herzproblemen. Von Jahr zu Jahr ging es ihm schlechter. Die Symptome gingen, wie es mir schlechter ging, sie gingen die gleichen. Da war ich einfach sofort außer Atem und voll mit Wasser. Und auch müde. Ja, kein Appetit mehr. Ja, das letzte Mal habe ich nur noch einen halben Mango gegessen. Und mehr war nicht mehr. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, bekommt er am Universitätsspital Lausanne 2018 als Überbrückung den Herzassistenten, auch Kunstherz genannt. Bruno Romain wartet auf ein Spenderorgan. Bis zur Transplantation braucht sein Herz Strom. Das hier sind so Batterien. Relativ grosse. Und ich lade und so eine Batterie hat 12 Stunden. Und das hier ist der Apparat für die Nacht. Dann ein Kabel. Und dann lade ich hier. Dann lenkt es mir in die Küche. Auf die Toilette und in mein Zimmer zum Schlafen. Genug Kabel so. Immer wenn man schnell müsste gehen, wenn irgendwie etwas ist, wenn es würde brennen oder so, müsste ich zuerst noch eine Batterie anschließen so. Da denke ich ab und zu ein dran, aber in der Regel passiert ja nichts. He? Ohne Herzassistent droht der Körper nachhaltig Schaden zu nehmen, sodass er den Strapazen einer Transplantation irgendwann nicht mehr standhalten könnte. Bruno Romains Fall gilt nicht als dringlich. Das Kunstherz für sich gibt keine Priorisierung. Das heisst, er ist regulär auf der Warteliste. Wir haben etwa ein Drittel der Herztransplantationen, die dringlich sind. Und zwei Drittel sind regulär. Und das ist ganz wichtig, dass eben genau die Patienten, die am Kunstherz sind, eine Chance haben, letztendlich auf eine Zuteilung von so einem Organ. Die Wartedauer spielt nur eine untergeordnete Rolle. Priorität hat die Rettung von Schwerstkranken. Das heißt, dass Patienten auf der Warteliste oft erst ein Organ bekommen, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Bruno Romain wartet. Zurzeit sind 66 Herzpatientinnen und Herzpatienten auf der Warteliste. Die durchschnittliche Wartezeit für eine Herztransplantation beträgt 415 Tage. Auch Bruno Romain brauchte Geduld, bis er ein Spenderherz bekam. Ja, das war gerade nicht, Nur langsam erholte sich von der Transplantation. Du hast noch relativ fest zittern wegen dem Medikament. Aber ich kann jetzt hören mit denen und dann soll dieses Zittern bessern. Oder verschwinden. Siehst du mal? Am Anfang konnte ich gar nicht mal selber unterschreiben, also ist nichts gegangen. Oder wenn ich für eine Operation musste unterschreiben, habe ich einfach ein Kreuzchen gemacht. Ja, oder ganz schlecht geschrieben, Bruno Romain. Zwei Jahre musste Bruno Romain mit dem batteriebetriebenen Kunstherzen leben, bis er erlöst wurde. Voilà. Am Schluss wartete er im Spital auf ein Spenderorgan. Hier daheim ist es nicht mehr gegangen. Ich hatte Rhythmusstörungen. Und dann bin ich am 2. Oktober 20 ins Spital und am 7. November 20 habe ich das neue Herz bekommen.
Dann bin ich ungefähr zwei Wochen, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, also weiss ich nicht, im Koma gsi und nachher, nach dem Koma konnte ich nicht mehr laufen, die Arme nicht mehr lüpfen. Und dann sind wir auf der Halbintensivstation, haben sie mich ins Bett am Abend und am Morgen war ich noch genau gleich. Und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen und gar nichts. Und dann musste ich nach wieder lernen laufen. Oder zuerst Arme braucht, um wieder zu essen. Und auch bei einer Aorta konnte ich dann schlecht zusammennähen. Weil die Aorta hat sich gegen ausgefranzet. Und dadurch war das Blut länger verrostet und dann hat es da Infektionen oder Bakterien gegeben oder irgendwie so etwas. Mhm. Und dann haben wir die Nieren nicht mehr geschafft. Die Leber hat fast nicht mehr geschafft. Dann hatte ich auch bei der Leiste noch offen. Ich muss auch mit einem Schlauchkuchen sein oder keine Ahnung mit was. Hm. Und da hat einfach die Körperflüssigkeit gegen Corona. Und da habe ich 10 Vollnarkose bekommen, um zuzutun. Und er hat das einfach nie verhaben und nichts. Ein anderer Kollege, der dort war, der ist nach 4 Tagen nach der Operation ist der schon wieder im Gang hin und her gelaufen. Und dann, bei dem ist alles gut gegangen. Und bei mir ist einfach alles nicht so gut gegangen. Aber Bruno Romang hadert nicht. Die vielen Medikamente nimmt er klaglos. Ich bin zufriedener so. Viel zufriedener. Ja, dann einfach die Medikamente oder anderen Weg hatte ich einfach die Maschine und Kabel und war abhängig vom Strom. Und jetzt bin ich einfach frei und nicht mehr. Kein Defibrillator. Nicht mehr. Frei. Bis heute, 1,5 Jahre nach der Operation, kann der gelernte Zimmermann noch keiner Arbeit nachgehen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal so als Zimmermacher gehe oder nicht. Vielleicht mache ich dann ganz etwas anderes. Oder als zu einem Schreiner. Oder sonst irgendwie etwas. Ich weiß noch gar nicht, was da kommt. Vielleicht geht Thomas Dürrli auf einmal. Ich spüre schon, dass es schlägt, aber im normalen Takt. Das spüre ich gar nicht mehr, dass es von jemandem anders ist. Das habe ich jetzt aufgenommen als Geschenk für mich. So. Darum passt mir sehr gut. Mein zweiter Geburtstag ist das. Also ja, mein zweites Leben in diesem Fall auch fast. Mal. Im Inselspital ist Vanessa Banz auf dem Weg zu René Card, der vor kurzem transplantiert wurde. Grüß dich, Herr Card. Schönen guten Morgen. Auch ja, Banz. Ça va? Guten Morgen. Viel besser. Viel besser. Ich bin froh. Long time no see, ha? 3 Monate sind seit dem Eingriff vergangen. So. Erzählt, wie geht's euch? Wenn ich anschaue. Wie ich noch hier ausgesehen habe, bis jetzt, ist es natürlich, sind Welten. Ja. Aber es war auch recht schwer. Ja. Nach der Transplantation kam René Card an seine Grenzen. Höllisch. Es ist fast albtraummäßig. Ich bin auch 2-3 Mal komplett neben der Schule gewesen. Also sie hat mich arretieren, weil ich durchgestartet bin. Und ich habe mich wie gefangen gefühlt, nicht existent irgendwie. Ich wollte mich bemerkbar machen.
Und das kommt mir jetzt alles eigentlich erst im Nachhinein richtig zu Bewusstsein, oder? Oh, das ist schwierig. Was mir hilft, und das sage ich auch immer wieder den Patienten, ich weiss, es ist schwierig, ich stecke in dieser Situation, ich könnte es nicht einordnen, ihr habt schlechte Träume, das vergeht. Oder das ist der Vorteil, wenn man häufig transplantiert, dass man es immer wieder sieht und man weiss, das ist vorübergehend und das kommt wieder. Aber für einen Patienten, der drin steckt, vor allem wenn es dann wirklich darum geht, dass man ihn arretieren muss, also anbinden, damit er sich selber nicht tut, weh machen oder Schläuche anfängt, rausreissen, das ist hart. Ja, das ist auch für, zum Zuschauen ist schwierig. Noch traut René Kart seinem Körper nicht ganz. Was haben Sie aber zwischendurch? So leichte Schmerzen oder so, da war ich bei der Höhe. Ja. Aber noch kurz. Ich nehme so viele Muskeln, die müssen wir jetzt einfach aufbauen. Ja. Er wird sich ausgezeichnet erholen. Heute geht es ihm gut. So, aber das geht schon viel besser. Ja, ja. Herr Doktor, herzlichen Dank für alles. Freut mich wirklich sehr, ich bin zufrieden. Danke vielmals. Auch Anita Laurent hat um ihr Leben gekämpft. Normalität war nicht mehr als ein Traum für sie. Eine Spenderleber hat sie gerettet. Profil, genau, genau, ein gutes Profil für längere Strecken auch gut geeignet. Ja. Genau. Das wäre so etwas. Oder was wir jetzt der gleiche, das wäre einfach der, der noch wasserdicht ist mit Gore-Tex. Genau. Seit kurzem arbeitet sie mit einem 40%-Pensum in einem Laden in Squall. Und oben kann man es noch regulieren mit dem Gummi. Wie lange läufst du? Das sieht, ja. Socken über die Schuhe angelegt. Ja, genau, so ein bisschen. Genau. Wollen Sie noch mal von außen probieren? Oder auf den Stegen? Oder? Ja. Die haben halt vorne auch eine super Sprengung, dass es ein bisschen gut abrollt. Und eine gute Sohle mit einem Grip unten. Ja. Sie weiß, dass sie nicht mehr die gleiche ist wie früher. Aber die Dankbarkeit überwiegt. Genau, für Felsen. Und es tut mir jetzt gut. Es tut mir im Moment einfach gut, weil ich nicht immer nur daheim bin. Ich kann meinen Kopf wieder ein bisschen brauchen, was nicht so einfach ist. Ich vergesse viel und muss dann halt wieder fragen und vielleicht dreimal fragen und dann habe ich es schon wieder vergessen. Jetzt vergesse ich wirklich viel. Oder eben auch zu diesen Schuhen. Ich weiss jetzt schon nicht mehr alles, was zu jedem Schuh gehört. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig erzählt. Hinten an der Fersen ist er gut gedämpft und vorne rollt er schön ab. Das ist ein gutes Gefühl aus. Ich weiss es nicht, ob es von den Narkosen ist oder von der Chemo oder von was auch immer. Anita Laurent litt unter Leberkrebs. Ihr Mann spendete ihr vor 5 Jahren einen Teil seiner Leber. Die Leber ist neben der Niere das einzige Organ, das für eine Lebensspende in Betracht kommt. Das war eine Option. Und für unser Kind haben wir versprochen, dass wir alles machen. Dass alles, was wir machen können. Schon jetzt aber, ein paar Tage nach der Transplantation, ist klar. Tschüss. Anita Laurent muss in Kürze nochmal operiert werden. In ihrer Leber ist ein Gefäß verstopft, Thrombose. Eine gefürchtete Komplikation. Gut. Ciao, mal sagen. Die grösste Angst, die ich hatte, war vor der Operation, dass ich nicht spenden kann. Und nach der Operation, dass es am Bett herkommt und sagen, die Frau ist gestorben oder so. Und die hat es nicht mitgekriegt. Ja, das ist schade. Aber so Angst habe ich nicht.
Also nicht um, nicht um mich. Um Frau habe ich viel Angst. Obwohl die Gefäßverstopfung rasch behoben wird, erholt sich Anita Laurent nicht. 2 Monate nach der Transplantation zeichnet sich ab, die Leber arbeitet nicht. Wahnsinnig Geduld. Ja. Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 484 Organe transplantiert. Doch die Nachfrage ist damit nicht gedeckt. Insgesamt fehlen 1500 Organe. Vier Monate nach der Transplantation ist Anita Laurent immer noch im Spital. Mittlerweile ist klar, die Spenderleber ihres Mannes ist nicht zu retten. Ja, jetzt bin ich auf der Warteliste für die Transplantation, weil es halt mit der nicht funktioniert hat. Und ich warte. Ja, weil es ist einfach so kann ich nicht leben. Es ist schade, dass es die Komplikationen gegeben hat. Aber es ermöglicht jetzt. Es tut eine Tür zu und öffnet wieder eine andere. Ja. Jetzt hat sie die Möglichkeit, eine neue Leber zu kriegen. Zwar das mal von einem Totspender, aber dafür eine ganze Leber. Und ich bin froh, dass sie die Chance kriegt. Weitere 3 Monate muss Anita Laurent noch durchhalten. Dann wird ihr zum zweiten Mal eine Leber transplantiert, ohne Komplikationen. Endlich ist Anita Laurent zurück in Ramouche im Unterengadin bei ihrer Familie. Bei ihm schon. Bei mir. Ich war lange anders, gell? Ja. Ja. Vor allem gerade nach der Operation war es schon streng. Ja. Ja. Nur langsam kam Anita Laurent zu Kräften. Schmeckst du bei mir erst jetzt wagt die Familie den Rückblick. Die Eltern mit Sohn Aurelio und die damals 13-jährigen Zwillingsmädchen. Ich hatte dort eine schlechte Prognose von dem Krebs auf dieser Leber, der immer am gleichen Ort wieder gewachsen ist. Und die einzige Möglichkeit war, dass ich ein Stück Leber von jemandem überkomme. Und mein Mann hat sofort gesagt, wir haben die gleiche Blutgruppe, dann ich mache das. Ich wusste, das wird nicht einfach. Und die Ärzte haben auch gesagt, das wird schwierig werden für sie. Aber ich habe meinen Kindern versprochen, dass sie alles probieren. Aber ich habe ihnen nie gesagt, ich gehe jetzt die Leber transplantieren, dann bin ich wieder gesund. Das haben wir ihnen nie gesagt. Die Nachricht, dass der Vater einen Teil seiner Leber spenden will, hat die Kinder erschreckt. Also zuerst war ich halt nicht so begeistert. Die haben gesagt, nein. So, also, es hat das Risiko, dass mal beide Eltern verlieren würden. Der Tag war ganz schlimm. Dann haben wir eben gesagt, wir wollten das machen und so. Und dann hat sie ja gesagt, nein, das will sie nicht. Oh. Dass wenn beide sterben, dann sind sie allein. Oh. Und dann sind wir dann noch mal auf Zürich und dann ist weiter Besprechungen und so. Und dann kam die Professorin und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss meiner Tochter etwas erklären. Oh. Und dann hat er gesagt, dann gehst du auf und sagst deinen Kindern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie unten überfahren werden, in der Stadt grösser ist, als dass sie nicht zurückkommen von der Operation. Ja, dann, ja, wenn der sagt, ich hatte dann irgendwie so Vertrauen im Arzt, dass er so irgendwie hinkriegt, ja. Das Beste ist einfach so am Schluss, also wirklich so
als sie wieder heimgekommen ist, das war einfach so wirklich schön. Mhm. Ja. Buschmann. Buschmann. Die Buschmann, ey. Und heute, 3 Jahre später, Anita Laurent geht es gut. Nebst der Vergesslichkeit plagen sie aber fast täglich Darmbeschwerden. Und alles geht langsamer. Was sie früher vielleicht in einem Tag gemacht haben, teilen wir heute auf in 2-3 Tage. Es geht etwas länger, aber es ist dann auch gemacht. Meine Narbe ist jetzt, habe ich ja noch viele offene Stellen am Bauch. Jetzt ist es noch eine, wo ich zu ist, wo ich einfach noch ein Pflaster drauf habe. Aber es stört jetzt auch nicht mehr so. Man gewöhnt sich so an viel. Das Schöne ist, wenn wir jetzt sind wir letztes Jahr auch viel wandern und sogar klettern in Pontresina, Klettersteig. Und dann, wenn wir dann oben in den Felswänden sind und dann sagen wir ab und zu, schauen wir uns an und denken, wenn man nicht lange zurückdenkt, gell, wäre das unmöglich sein, gell? Und das einzige Gute, was wir Menschen haben, ist, dass wir nicht wissen, was morgen ist, oder? Mhm. Wir leben jetzt und was morgen ist, ist morgen. Das wissen wir zum Glück nicht, oder? Das ist ein grosses Geschenk, gell? Ja, ja. Das ist so. Heute lebt nur noch der 12-jährige Aurelio ganz zu Hause. Seine Schwestern sind in Ausbildung und kommen nur noch an freien Tagen heim. Aurelio verbringt seine Zeit am liebsten bei einem Bauern im Dorf. Seit Jahren schon hilft er dort aus. Die Erinnerungen an die schwere Zeit, als seine Mutter krank war, brechen auf, wenn er darauf angesprochen wird. Es war halt schwer für mich, weil ich wusste nicht, ob sie noch lebt oder nicht. Und ja, ist halt immer so. Wie geht es ihr? Ist sie heute gut drauf? Oder was sagen die Ärzte? Und immer so spannend. Es war halt schwer für mich. Immer, ich wusste nicht, ist sie jetzt noch am Leben oder nicht. Und dann bin ich halt immer da aufgegangen und dann war sie irgendwie weg. Und dann bin ich halt öfter aufgekommen. So in letzter Zeit waren so ein paar Sachen, die uns wieder so daran erinnert haben. Und wir merken einfach, es ist noch im Alltag ist es schön versorgt. Aber wenn etwas kommt, das uns daran erinnert, dann ist es wieder sehr präsent. Ich glaube, auch bei den Kindern ist es, eben, wie gesagt, schön versorgt, aber noch nicht verarbeitet. Aber wir wollen das auch nicht vorantreiben und künstlich mit jemandem jetzt besprechen und nochmal auf. Das kommt dann schon der Moment vielleicht. Und dann kann man es dann immer noch aufräumen. Und ich hoffe, dass es einfach so langsam ein bisschen sich setzt. Aber es wird immer eine Erinnerung sein. Weißt du was?
er sagt, gib mir bitte, ja, gib. Auch Familie Rast versucht, die Ängste hinter sich zu lassen. Das ist kein Mabig. Gib mir schnell Senf. Das ist genug Feiss. Wir sind ein bisschen, wie soll ich sagen, easy, so. Oder? Ich probiere es, ja. Ich bin viel entspannter. Vielleicht zu entspannt. Nein. Mal. Aber auch bei ihnen wird die Erinnerung bleiben. Denn nach der Transplantation war der Leidensweg noch lange nicht zu Ende. Warten Sie mal, Quinta. Ja, was denkst du, für mich ist? Eine Woche nach dem Eingriff sind Komplikationen aufgetreten. Nicht? Mireia hat die Nacht auf der Intensivstation verbracht. Und jetzt müssen wir warten, was rauskommt. Es ist einfach komisch, weil in den letzten paar Tagen hat sie recht gute Fortschritte gemacht. Und jetzt ist es eigentlich wieder ein Rückschritt. Oder? Und da fliegt man selber auch ein kleines Loch rein. Oder? Und, ja. Die neu transplantierte Leber blutet. Die Chirurgin Barbara Wildhaber versucht jetzt, die Flüssigkeit in einem Schlauch abzuleiten. Mireias Bauch ist stark gebläht. Sie möchte sofort operiert werden. Maus! Ich glaube, Mireia, du fragst, du willst ihn ab, weil du fühlst dich so unwohl. Ja. Ich verstehe es. Wir müssen effektiv noch mal operieren. Sie hat blutet die Nacht, hat Bluttransfusionen gebraucht und es ist noch nicht ganz still. Und in diesen Situationen muss man leider halt manchmal das Blut ausräumen und muss jetzt halt dann wieder eine Operation machen. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist ernst, aber wir wissen, was machen. Sie sind alles parat machen, wir erst gut. Oder ich vergesse. Hä? Nach 2,5 Stunden ist es überstanden. Hallo, Maminko. Hallo, Schätzelinko. Der Eingriff ist gut verlaufen. Vielleicht habe ich gesehen, dass du den Deckel rutschst. Oh, schau jetzt. Hilfst mir schon. Wo ist er? Nach der Transplantation wartet Familie Rast auf den Bescheid der Ärztinnen und Ärzte. Alle drei möchten endlich nach Hause. Heftig sein. Ich hätte nie gedacht, dass sie so heftig rauskommt. Also so heftig wird eigentlich. Ja. Die Zeit, die sie angeläutet haben, bis jetzt. Das war die Horrorzeit. Wann hörst du von Ginny? Kind so Worte, dass sie wird sterben und so zieht. Und für mich das ist mehr schlimm als Operation. Eines Tages verweigerte Mireia die Medikamente. Sie mussten ihr zweimal mit einer Ernährungssonde verabreicht werden. Auch heute gibt es einen Rückschlag.
Mireas Bauch ist wieder geschwollen. Hallo. Schlechte Nachricht, oder was? Ein bisschen. Es wird nicht möglich, heute zu Hause gehen. Ich habe auch gedacht. Morgen, ich weiß nicht, aber es gibt ein bisschen Flüssigkeit in die Lungen. Ja, das ist nicht gut. Heute wir machen die Punktion für die Flüssigkeit. Ich habe sie auch viel zu erlebt. Was hast du? Oh, Maria, wenn der Arzt sagt, so, was willst du machen? Mirika, du siehst selber, dein Bauch ist grosser. Ja, ich will aber mal heim. Mireia weiß, was es heißt, wenn Gewebeflüssigkeit entnommen wird. Bei schlechtem Bescheid, wenn Fett in der Flüssigkeit ist, arbeitet die Leber noch nicht richtig. Lachgas soll ihr durch den Eingriff helfen. Ich bewege und warte. Das ist sehr gut. Ich halte die Ende, Michaela, das ist wichtig. Halt ihn aber nicht ohne mich! Sag mal. Jetzt heißt es warten. Auf die Laborergebnisse. Wir haben gute Nachrichten. Hallo. Wir haben gute Nachrichten. Also raus damit. Es hat ja zuletzt zu viel Fett drin gehabt, gell, in der Flüssigkeit. Und das hat es jetzt nicht mehr. Gell. Also keine gut. Fett drin. Also, ja. Also wir haben gedacht, dass ihr über das Wochenende in Urlaub könntet. Und am Montag wir uns wieder sehen für eine Kontrolle. Aber Papi, das ist ganz gute Nachricht. Dann kann man... Dann haben Pfleger Ruhe vor dir. Mami, ich könnte das selber essen machen. Aber schau mit ohne Fett. Frische Luft, Mireia. Mireia darf das Wochenende in der Wohnung verbringen, die das Spital den Eltern günstig zur Verfügung stellt. Ist entspannt? Sehr. Musst du nicht heiß sein, du bist Kühlschrank, du nicht? Nein. Die ist nicht mehr. Sie hat nicht mehr die, die muss in den Kühlschrank. Aufpassen wegen dem Glas. Ah, das ist die. Warte. Das ist die. Schmeckt irgendwie Jägermeister. Eis, zwei. Mami. Bravo, Mann, bravo. So. Ist gut. Komisch ohne Schleicher irgendwie. Die Route wird berechnet. Nur Tage später geht es ganz nach Hause. Nach Emmenbrücke. Das ist immer der beste Ort, oder? Rocco? Kennst du das, Junge? Mireia ist das? Beruhig dich, Rocco. Und lebt, ja? Unsere Familie ist wirklich zusammen. Ich glaube, Tennis kann. Mireia lebt dank einer Organspende. Jedes Jahr sterben in der Schweiz aber Dutzende von Menschen, die vergeblich warten. Ob ja oder nein, ein klarer Entscheid zur Organspende entlastet die Angehörigen und das medizinische Personal.
tut mir leid, dass ich nicht immer dieses starke Vorbild bin, für das mich viele hier halten. Manchmal, ja, da habe ich ganz gehörig die Schnauze voll. Momente, in denen ich aus meinem Körper ausbrechen und ganz weit wegrennen möchte. Und vielleicht einfach auch einmal ein bisschen normal sein will. Elian Gutzwiler leidet an der Lungenkrankheit zystische Fibrose. Sie brauchte eine Spenderlunge. Die Transplantation liegt Jahre zurück. Damals hatte sie mit dem Leben schon abgeschlossen. Das Spenderorgan kam im letzten Moment. All die Erlebnisse teilt sie mit ihren Followern. Die Hauptthemen sind eigentlich wirklich so ein bisschen das Leben mit der transplantierten Lunge. Also das ist eigentlich ein grobes Thema. Und dann halt das Spitalaufenthalt, also die Therapie, die ich im Moment machen muss. Dann eben, wenn ich wieder irgendwie ein bisschen psychisch Problem habe, dass ich vielleicht ein bisschen probiere, den Leuten zu erklären, wie das ist. Und vor allem, also hauptsächlich ist sicher auch Verarbeitung, die ich mit diesem Profil habe. Oder? Against Normal. Gegen die Normalität heißt Elians Blog. Es geht um Kleider, Frisuren, Rezepte und Krankheit. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mit dem Leuten Mut machen kann, die vielleicht selber etwas haben. Und dass ich einfach auch anderen, die das Gleiche haben wie ich, die vielleicht noch nicht transplantiert sind, einfach denen vielleicht auch ein bisschen Kraft schenken und ihnen zeigen, dass man nicht allein die Krankheit ist, sondern dass man auch noch eine Person ist, oder? Elian Gutzwiler lebt allein. Für den Beruf fehlen der gelernten Kauffrau die Kräfte. Ich bin jetzt schon seit längerem an einem Kinderbuch. Ich schreibe einfach mega gern und seit neuestem oder seit jetzt etwa einem Jahr habe ich so ein bisschen das Zeichnen für mich entdeckt. Und ich will, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, will ich wie etwas hinterlassen. Eine eigene Familie wird sie nicht gründen können. Die Krankheit bestimmt die Lebensplanung. Ich habe eigentlich mit dem Gedanken ziemlich früh schon so ein bisschen, abgeschlossen, je eigene Kind zu bekommen. Also, ja, mit 18 ist mir auch gesagt worden, es ist nicht gescheit, wenn ich Kinder bekomme. Einfach weil auch mein Körper das gar nicht schaffen. Also ich werde dann einfach 9 Monate im Spital und habe die Geburt überleben werden als andere. Elian Gutzwiler möchte leben wie alle anderen auch. Aber der Körper macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Er will die transplantierte Lunge nicht mehr akzeptieren. Seit dem Februar habe ich jetzt die chronische Abstoßung. Und für das gehe ich jetzt in eine sogenannte Lichttherapie, wo die weißen Blutkörper so verändert werden, dass sie nachher nicht mehr gegen die Lunge wirken. Und das dauert halt immer 2 Tage. Und für das packe ich jetzt hier mein Güferli oder viel mehr den Rucksack. Chronische Abstoßung. Ein Schock, aber kein Todesurteil, sagt Elian. Man kann nicht sagen, wie lange dass man mit dieser Abstoßung leben kann, aber das kann man ja auch sonst nicht. Also, ich könnte jetzt da draußen vor den Bus kommen und dann wäre auch vorbei, oder? Die Diagnose hat Elian Gutzwiler zurückgeworfen. Aber die neue Therapie hält die chronische Abstoßung in Schach. Photopherese heißt die Behandlung, eine Art Blutwäsche. Die weißen Blutzellen werden außerhalb des Körpers mit einer Substanz versetzt und mit UVA-Licht bestrahlt. Dafür braucht Elian einen sogenannten Port, ein Kathetersystem unter der Haut. Der ist gemacht worden, weil ich relativ schlechte Venen an den Armen habe. Und ja, bei diesen Therapien muss da die Venen schon ein bisschen stabiler sein. Und die Gefahr, dass meine Venen dann halt platzen, ist einfach relativ gross. Darum hat man nachher den hier gelegt. Elian hat dem Port einen Namen gegeben. Jason Justin. Ich konnte viel besser mit dem umgehen. Also mit dem Fremdkörper, den ich hier habe. Es ist, ja.
Und irgendwie konnte ich es ein bisschen mit Humor nehmen, als er einen Namen hatte. Die Photopherese kann die chronische Abstoßung nicht zum Verschwinden bringen, aber immerhin bremsen. Es gibt mir Hoffnung, dass die Lungenfunktion jetzt nicht noch weiter sinkt in der nächsten Zeit, hoffe ich. Eben eine Garantie hat man ja nie. Elian ist zuversichtlich. Bis zum heutigen Tag. Es geht mir eigentlich immer noch gleich. Ich habe aber im letzten August, also 2021, hatte ich nochmal einen Schub von der Abstossung, wo ich nochmal ein bisschen Lungenvolumen verloren habe. Das hat mich anfangs eingeschränkt. Jetzt tut es mich eigentlich nicht mehr gross beeinträchtigen, weil sich der Körper relativ gut daran gewöhnt hat. Im Frühling aber musste die 28-Jährige innerhalb von nur 2 Monaten gleich 3-mal ins Spital. Zuerst wegen schlechter Nierenwerte. Es folgte eine Infektion. Die Bakterien befielen auch den Port. Jason Justin wurde entfernt. Elian wollte raus aus dem Spital. Und sehnte sich nach ihrem Emil. Er ist mein Ein und Alles eigentlich. Gell? Ja! Ja! Hm? Nicht in die Infusion einbeissen. Danke vielmals. Er gibt mir einen Alltag, eine Routine. Und ja, eigentlich bestimmt er mein Leben. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil so etwas mit psychischen Problemen, Depression und Panik ist es nicht so einfach. Und er hilft mir da schon recht. Gell? Komm, bring ein Säffli. Ich kann es selber holen. Jeder Spitalaufenthalt ruft bei Elian die Erinnerung an die lange Wartezeit vor dem großen Eingriff wach. Als sie kaum mehr Luft bekam, und fast verzweifelte. Ich komme dann halt vielfach Angst über, dass ich nicht mehr rauskomme. Also nicht mehr aus dem Spital entlassen werde. Weil es auch ein das Thema vor der Transplantation war. So nach dem Motto, ja, sie können erst heim, wenn ihre neue Lunge da ist. Und das ist so etwas, was mich sehr schnell in Stress hineinbringt. Oder ja, wenn ich zur Nacht nicht schlafen kann, zum Beispiel. Das ist auch etwas ganz Unangenehmes für mich im Spital. Das sind so Beispiele. Hobbymässig gehe ich mit ihm ins TikTok. Dort lernt er zum Beispiel Dreh und Sitz und Mäntli und Platz. Seid. Jetzt haben wir vorhin schon die. Ja! Super! So Zeug. Gehen wir raus, hm? Nehmen jeden Tag so, wie er kommt und versuche das Beste irgendwie daraus zu machen. Ich will da gar keine Perspektive oder wie sagt man, dass mir irgendjemand sagt, was ich für eine Lebenserwartung habe, weil
das kann man in einem gesunden Menschen auch nicht sagen, oder? Auf der Intensivstation des Inselspitals ist eine Patientin gestorben. Nebenan, in einem Besprechungsraum, wartet der Ehemann. Sie hatte einen Reiterunfall. Sie ist gestürzt und mit dem Kopfbaum aufgeschlagen. Die Verletzungen waren eigentlich an und für sich harmlos, aber sie hat Bewusstsein verloren und ist dann am Erbrochenen nicht erstickt, aber sie hat keine Luft mehr bekommen, dadurch hat es einen Herzstillstand gegeben. Sie hat dann reanimiert werden, aber die Schäden dann im Hirn sind dann zu gross, sodass sie dann jetzt nach 2 Tagen gleich verstorben ist im Inselspital. Die Ärzte haben mit der Familie gesprochen und es steht fest, die Frau ist Organspenderin. Sie wird deshalb weiterhin beatmet. Jetzt wird der Hirntod offiziell festgestellt. Die Frau ist tief komatös, ohne Narkosemedikamente. Es geht darum, dass man eigentlich nachher weiß, dass alle Hirnstammreflexe erloschen sind, dass keine Funktion mehr vom Hirn da ist. Mit dem will man beweisen, dass die Durchblutung vom Hirn ausgefallen ist. Die Ärzte prüfen, ob sich das Auge der Patientin schließt, wenn es mit einem Wattestäbchen berührt wird. Ich habe keine Reaktion gesehen. Das ist doch gut. Ich gar nicht. Matthias Nebika drückt auf gewisse Schmerzpunkte. Keine Reaktion. Ich sehe nicht. Und er testet, ob sich der Kopf reflexartig zurückdreht, wie das bei einem Schlafenden der Fall wäre. Keine Bewegung. Ja, ist ja auch keine Bewegung. Mit einem kleinen Schlauch wird der Rachen berührt. Passiert ja nicht, da müssen wir sich normalerweise wird jemand husten. Ne? Der Reflex bleibt auch hier aus. Der Ablauf der Hirntoddiagnostik ist streng geregelt. 2 unabhängige Ärzte, ein Intensivmediziner und eine Neurologin, müssen das Prozedere gemeinsam durchführen. Schließlich wird der Beatmungstubus 1 Minute lang entfernt, um zu klären, ob die Patientin selbstständig atmen würde. Ich sehe keine Bewegung. Sind alle Hirnstammreflexe sind erloschen. Die Patientin schnauft nicht. Beide Ärzte unterschreiben das Protokoll. Das ist der Todeszeitpunkt. Ja. Dank der Beatmung sieht es aus, als würde die Frau einfach schlafen. Kritiker der Organtransplantation stellen in Frage, ob eine hirntote Person wirklich nichts mehr spürt. Den Organspendern werde ein würdevolles Sterben verwehrt. Es ist unbestritten, dass nicht jede Körperzelle in dem Sinne Funktion verloren hat. Was klar ist, dass die Hirnfunktion erloschen ist, weil das Hirn ist nicht mehr durchblutet. Das Hirn ist das, was uns ausmacht. Hirntote Patienten verwachen. Niemand. In Schock und Trauer sehen sich die Angehörigen mit der Frage nach einer Organspende konfrontiert. Ich denke, das ist sicher im Sinn von meiner verstorbenen Frau. Und weil sie auch im medizinischen, tiermedizinischen Bereich tätig war. Und wir beide, also meine Tochter und ich, wir haben das Gefühl, dass wir sicher im Sinn von der Ulla, von meiner Frau, da entschieden haben. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Organentnahme. Es braucht Blutuntersuchungen und Gewebetypisierungen, um herauszufinden, zu wem die Organe am besten passen.
Die Empfängerzentren wollen sicher sein, dass sie voll funktionsfähige Organe bekommen und keine Krankheit unentdeckt bleibt. Frau Werle, wir drehen Sie jetzt noch mal auf die linke Seite. Nicht erschrecken, gell? Die Kollegin, die wird sich jetzt die Haut da noch mal anschauen. Es fällt auf, die Pflegefachfrau erklärt jeden Schritt, obwohl die Patientin verstorben ist. Dann legen wir sie noch mal zurück auf den Rücken, ne? Nicht erschrecken, so. Okay. Das hat für mich was auch mit respektvollem Betreuen zu tun. Und sie ist für mich nach wie vor einfach Mensch mit einer Seele. Absolut. Die verstorbene Patientin wird zugunsten der Organempfänger gepflegt und gewärmt. Wer die Organe bekommt, ist bestimmt. Jetzt geht es in den Operationssaal zur Organentnahme. Wie lange bleibt die Seele im Körper? Gibt es sie überhaupt? Wird der Sterbeprozess durch die Organentnahme gestört? Auch wenn medizinisch alles klar ist, für viele bleiben Fragen offen. Für diesen Film haben wir verschiedene Organentnahmen gedreht und die Bilder zusammengefügt. Das dient der Anonymisierung und damit der Entlastung der Angehörigen, die alle ihr Einverständnis für die Dreharbeiten gegeben haben. Die Chirurgin Vanessa Banz macht sich auf den Weg zur Organentnahme nach einem vollen Arbeitstag. Jemand ist gestorben. Das belastet viel mehr, wie man weiss, da ist jemand, der lebt und man darf jetzt eine Operation machen. Man muss extrem vorsichtig arbeiten, weil man das Organ, das ja sehr rar ist, und ja, dass man dort keine Verletzung macht, die dann plötzlich dazu führt, dass das Organ nicht transplantabel wäre. Eigentlich ist es eine Operation wie jede andere auch. Aber für einmal nicht zugunsten des Operierten, sondern der Organempfänger. Zwei Leben berühren sich. Die Kosten der Entnahme trägt die Krankenkasse des Organempfängers. Insgesamt kommt eine Transplantation auf 100.000 bis 250.000 Franken zu stehen. Das Freilegen der Organe dauert Stunden. Merci. Endlich kann die Leber entnommen werden. Sie wird sofort gespült, damit verbleibendes Blut nicht gerinnt. Das ist wirklich schöne Leber. Mhm. Also die Leute fragen immer, bis wann kann ich spenden. Und es gibt Leute, die mit 50 eine Leber haben, die nicht mehr so optimal ist. Und dann gibt es Leute mit 86, die eine wunderschöne Leber haben, die gut zu ihr geschaut haben. Wo man muss sagen, die würde man sofort nehmen. Das ist die rechte Niere. Niere rechts. Die gekühlten Organe können Stunden außerhalb des Körpers bleiben. Die kostbare Fracht wird in diesem Fall auf der Straße transportiert, von einem spezialisierten Transportunternehmen. Der Körper des Organspenders ist inzwischen wieder zugenäht worden. Es ist mein Abschied, ich noch mal an die Schulter legen, wenn alles durch ist. Wenn ich komme auf die Intensivstation komme,
ja, trete ich auch so in Kontakt mit den Menschen, die da liegen, mit einer kurzen Berührung und mir ein bisschen das Gesicht merken von diesen Menschen. Im Aufbahrungsraum werden sich auch die Angehörigen verabschieden können. Rapperswil am Zürichsee. Christian Reutemann wartet auf eine Spenderlunge. Das ist mein mobiles Sauerstoffgerät. Jetzt gehe ich die Post holen. Da sind auch dabei. Mein Telefon und mein Notfallspray. Reutemann leidet seit 10 Jahren an COPD, einer chronisch obstruktiven Lungenkrankheit. Bewegung wird zur Qual. Das ist Station 1. Da mache ich eigentlich immer ein Päuschen. Rund um die Uhr ist er auf das Sauerstoffgerät angewiesen. Ganz am Anfang habe ich mich gefragt, warum ich. Die Frage ist nicht beantwortbar. Sie führt zu nichts. Da bin ich auch wütig gewesen. Als ich gemerkt habe, ich schaffe etwas nicht mehr. Aber das bringt genauso wenig. Man muss versuchen, vorwärts zu schauen. Das Positive zu sehen. Obwohl, bei dieser Krankheit gibt es ja eigentlich nur eine Prognose. COPD ist unheilbar. Christian Reutemanns Ehe ist vor 2 Jahren zerbrochen. Seine Ex-Frau ist aber immer noch Tag und Nacht für ihn da, wenn er in Atemnot gerät. Die Arbeit als leitender Angestellter in der IT von Chibo musste er aufgeben. Die Wohnung verlässt er kaum mehr. Früher spielte Christian Reutemann Tuba. Unter anderem auch bei der Stadtmusik Rapperswil. Er habe wild gelebt, geraucht und gekifft. Dazu steht er. Die Gedanken, hätte ich nicht geraucht und so weiter, habe ich mir gemacht. Allerdings mit 20 denkst du mal so etwas nicht. Ich zumindest nicht. Da gibt es aber nur eine. Oh, können wir uns dann das wiederholen, ist doch kein Ding. Jetzt machst du auch schon einen auf Shopping Queen. Nee, leihen, mieten. Hey, alle Felder sind erntereif. Nur in der virtuellen Welt hat Christian Reutemann Raum. Er spielt oft im Team mit Achim aus Berlin, der vom Gamer-Kumpel zum Freund geworden ist. Das muss gesät werden, du wusstest ihn noch, das ist doch noch nicht gemacht worden. Achim? Ah, jetzt hörst du mich. Jo, jetzt höre ich dich. Ja, ich hatte vorher vergessen, den Kopfhörer anzuschalten. Ja, kann ja passieren. Mir jetzt gut und dir? Ja, kann ich klagen soweit. Oh. Na, heute geht's mir wieder gut. Dann ist gut. Rund 5 Stunden pro Tag verbringt Christian Reutemann mit Gamen, oft zusammen mit Achim. Ich sehe ja sofort, wie Chris geht. Ich höre an der Stimme. Ich sehe, wenn wir uns optisch sehen, also über Video. Ich sehe, wie Chris geht.
Und einmal bin ich auch deswegen sofort zu ihm geflogen, als ich gemerkt habe, ihm jetzt ja nicht gut. Weil ich habe auch ein bisschen was auf der Lunge. Ich kann so ein bisschen nachfühlen. Ich weiß, wie dem geht. Und das passt. Ich kann nur sagen, ich drücke ihm alle Daumen, dass es gut wird. Schnell war krass. Okay, danke für den Hinweis. Oh, so. Ist alles abgeerntet, alle Felder. Früher war eine Modelleisenbahn das große Hobby von Christian Reutemann. Zurzeit aber steht alles still. Nach der Transplantation geht es unten durch den Schattenbahnhof. Da werden alle Züge abgestellt. Der Wendel, da kommen sie auf die Etage. Da kommt ein grosser Kreis, wo der Bahnhof herkommt. Ich denke, in dieser Region da. Und dann gibt es da eine schöne Fahrstrecke. Das ist das Ziel auch von dieser Operation. Da bauen, machen, das schaffe ich jetzt nicht. Ja. Am Tag, an dem Ende 2019 am Fernsehen seine Geschichte erzählt wird, bekommt Christian Reutemann ein neues Organ. Den Film schaut er sich im Spital an, kurz bevor er in den Operationssaal geschoben wird. Reutemann ist zurück. Noch nicht im Beruf, aber in seinem Hobby. Es ist jetzt eigentlich so entstanden, wie ich es mir dazu mal vorgestellt habe und wenn ich einen 19 beschrieben habe. Und seitdem bin ich voll und ganz zufrieden und freue mich auch. Dass es, also jetzt habe ich einen vollautomatischen Betrieb. Es ist momentan der Zufallsgenerator drin, aber ich muss nichts machen. Es sind jetzt 3 Züge, die jetzt einfach autonom am Fahren sind. Das ist, glaube ich, ein Traum von jedem Bub. Ja, es räuchelt leicht. Wir müssen noch mehr Pep haben. Reutemann hat angefangen, gewisse Bauteile für die Eisenbahn selbst zu entwerfen und dreidimensional auszudrucken. Er steckt aber auch in einem Arbeitsintegrationsprogramm, um in seinen Beruf als IT-Spezialist zurückkehren zu können. Achte. Bei dieser Geschichte ist es sinnvoll, dass man den Kopf sehr gut beieinander hat, weil falsche Medikation kann recht unangenehme Folgen haben. Man muss beachten, mit dem Spenderorgan zu leben, heisst, dass das Immunsystem lebenslang unterdrückt wird, damit keine Abstoßung stattfindet. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und ab in die Box damit. Was es heißt, mit einem unterdrückten Immunsystem zu leben, lernt jeder Organempfänger und jede Organempfängerin schon vor der Transplantation.
Ich habe zum Beispiel die Empfehlung bekommen vom Unispital, dass ich nur schon bei einem Schnitt ins Finger das soll melden gehen. Weil daraus könnten Komplikationen entstehen. Ich habe zum Beispiel, als ich gelaufen war, da auf dem Strandweg, habe ich eine recht lange Strecke bin ich gelaufen, hatte eine offene Ferse. Und bei der Verlaufskontrolle haben sie mir dann gesagt, ich habe einen erhöhten Entzündungswert im Blut gehabt. Haben sie mir gesagt, warum habe ich das nicht gemeldet? Weil da könnten sich Bakterien einschleichen und das könnte dann zu einer Entzündung, schlimmeren Entzündung führen. Weil, wie gesagt, mein Immunsystem ist runtergefahren. Und da ist natürlich die Empfänglichkeit von einer Infektion viel erhöhter als bei einem gesunden Menschen. Trotz der Einschränkung, Christian Reutemann lebt in Frieden. Wenn mich Leute fragen, wie kannst du mit einem fremden Organ in deinem Körper leben, sage ich, mein Organspender muss eine sehr gute Person sein, weil so wie sich die Lunge an mich und an meinen Körper angepasst hat, zeigt sich auch, dass ich sehr wenig Komplikationen hatte. Denke ich, besser hätte es nicht gehen können. Es muss ein guter Mensch gewesen sein. Seit Jahren bemüht sich der Bund, die Spendebereitschaft der Schweizerinnen und Schweizer zu erhöhen. Nein, nein! Erst in ein paar Jahren wird sich zeigen, ob die neue Widerspruchslösung dazu beiträgt. Wenn alle sich mit der Organspende auseinandersetzen, mit der Endlichkeit, mit der Zukunft. Ich habe keine Zukunftsängste. Also für Mireia? Nein. Kein sowieso jetzt. Medizin wird immer fortschrittlicher und vielleicht gibt es neue Medikamente oder irgendeine Behandlungsmethode. Nachher kann sich vielleicht das verlängern. Ich weiß nicht, vielleicht kann sie 20 Jahre oder sogar mehr. Weiß nicht. Das kommt an bei Organismus. Ja. Und was hast du für Ängste, Mireia? Nicht. Auch keine, gell? Ja. Oder nicht groß? Einfach das Leben genießen, oder? Ja, ich habe keine Angst. Angst vor dem Sterben habe ich schon lange nicht mehr. Weil das sage ich immer, das entscheide ja nicht ich, wenn ich muss gehen. Mit dem neuen Herz sollte ich schon schauen, dass ich möglichst gesund und lieb behandeln und das Beste zu geben für das. Weil es ja ein neues Herz ist, das gut zum Lieb. So. Hat das verdient, dass man gut zu ihm weiter schaut. Es ist halt das, was ich immer sage, das ist mein Leben. Das gehört jetzt einfach dazu. Klar, ich habe mir das jetzt auch nicht so ausgesucht, aber schlussendlich macht mich das alles ja auch irgendwie zu dem, wo ich bin. Das Leben kann sehr schön sein. Ich darf es wieder erleben. Und das wird so lange wie möglich, dass es geht, nicht aus der Hand geben.